dem Himmel der Bayern ganz nah. Auf der knapp 3000 Meter hohen Zugspitze ist das fast schon möglich. Und rauf geht es jetzt auch ganz schnell. Nur etwa 10 Minuten braucht die neue Seilbahn der Superlative. Die Weltrekorde, das ist einmal der größte Höhenunterschied zwischen Tal- und Bergstation, die größte Stahlbaustütze für Seilbahnen und das längste Spannfeld zwischen zwei Punkten, in dem Fall zwischen der Stütze und der Bergstation. Das Wichtigste ist eigentlich die Aussicht von der Bahn, das, was unsere Gäste in Zukunft genießen. Also insgesamt sind es 4 Tragseile mit jeweils 4,3 Kilometer Länge und einem Durchmesser von 73 mm. Und eine Bruchlast ist ungefähr 450 Tonnen pro Seil. Pünktlich zum Winterstart nimmt sie ihren Betrieb auf. Die Jungfernfahrt gibt's für Polit- und Kirchenprominenz. Gemeinsam dürfen sie die Weltrekorde genießen. Denn so lange wie sie schwebt keine andere Gondel. 3000 Meter muss sie vom einzigen Masten, der sie abstützt, bis zur Bergstation überwinden. Einzigartig ist auch der Höhenunterschied von knapp 2000 Metern zwischen Tal- und Bergstation. Und mit 127 Metern hat keine andere Pendelbahn der Welt eine höhere Stahlbaustütze. Herr Herrmann, wie war es mit der Bahn zu fahren? Eine großartige Fahrt, Bahn absolut ruhig im Lauf, aber ein herrliches Panorama mit der total verglasten Kabine. Und hier oben auf der Zugspitze, dann, nachdem die Sonne durchgebrochen ist, ja ein einfach fantastischer Blick. 3 Jahre hat der Bau gedauert. 50 Millionen Euro betragen die Kosten. Dafür können nun bis zu 580 Gäste pro Stunde befördert werden, mehr als doppelt so viel wie bei der alten Bahn. Und auch die Aussichtsplattform wurde neu gestaltet. Die baulichen Herausforderungen oder die gestalterischen Herausforderungen waren natürlich in erster Linie, dass kein Platz ist und gleichzeitig viel Volumen entstehen soll. Das zweite Thema war, die vorhandenen Räumlichkeiten eigentlich neu zu organisieren und, wenn es fertig ist, zu einem Ganzen zu fügen, sodass das eine neue, zeitgemäße Gesamtstruktur ergibt. Und dann sind natürlich die Unbilden der Natur auf 3000 Metern Höhe mit sehr viel Windstärke, wo die Bauteile natürlich auch ausgelegt werden müssen. Sagen wir mal, die Idee für die neue Bahn hat uns auch die Vorlage für die Steiter gegeben, und die neue Bahn ist schöner. Ist immer so, wenn man was Neues bekommt im Leben, dann freut man sich, und ich glaube, es war wichtig für die Region. Und eine Bahn mit 55 Jahren ist zwar nicht alt, aber sie kommt dann auch irgendwann in die Jahre. Insofern hat der Zeitpunkt gut gepasst von den Wirtschaftsbedingungen her. Tourismus in Deutschland, in Bayern ist ganz oben auf. Seit Freitag ist auch der Öffentlichkeit diese Aussicht wieder zugänglich.